Hallöchen. Ihr seht jetzt hier schon meine bis vor 3 Tagen funktionierende SSD. Die funktioniert jetzt nämlich nicht mehr. Einfach so von heute auf morgen. Hat einen PC angehabt, hab ihn ausgemacht, bin einkaufen gegangen, komm wieder, mach ihn an. Fehler war irgendwie Betriebssystem nicht gefunden oder so. Irgendwie ganz ähnlich, ganz komisch, wie damals das war. Ich kann es euch mal kurz von drinnen zeigen. Mich hat es nämlich interessiert, was war das jetzt wieder? Muss ich gucken. Einfach nur ein übergroßer USB-Stick. Grob gesagt. Ja. Vom Alter her kann ich jetzt nicht genau sagen. Der Andy, ich möchte den Namen nicht komplett sagen, von dem ich damals den Rechner plus die Festplatte bekommen habe. Oder die SSD. Vielleicht kannst du mir mal sagen, wie alt die genau ist. Ich habe Daten was gefunden von 2011 rum. Aber ich glaube, so alt ist sie nicht. Betriebsstundenmäßig von den Smart-Werten weiß ich nur noch irgendwie, war sie um die 5 Jahre insgesamt in Betrieb. Jetzt nicht über das Alter, wie sie existiert, sondern wirklich, wo Strom drin war und in Betrieb war, diese 5 Jahre. Das ist schon echt enorm. Ich weiß gar nicht, wie viele Daten die geschrieben und gelesen hat. Sagte aber auch schon 88% nur noch irgendwie okay. Mir war schon klar, dass sie demnächst wohl irgendwann Ausfälle zeigt. Aber dass es jetzt auf einmal so, ohne Vorwarnung, so passiert, ja, weiß ich nicht. Wusste ich nicht. So, dann habe ich mir eine neue gekauft. Das ist diese, eine Intenso 240 GB. Ein kleines bisschen kleiner, aber war jetzt vom Preis her das, was ich mir leisten konnte. Ist, glaube ich, sogar eine deutsche. Hier steht Gutenbergstraße 2 Vechta. Und SATA 3, 6 GB. Ja, da sind 6 GB, 520 MB die Sekunde lesen und 500 MB die Sekunde schreiben. Werde ich wohl nicht hinkommen. Nicht wirklich. Ich schätze mal, ich werde wieder so bei 150, 200, 250 MB liegen, die er da pro Sekunde schreibt. Im Moment nutze ich eine alte Festplatte aus dem Laptop. Aber direkt Festplatte, das ist sowas hier. Nicht direkt jetzt die PC rennt. Also da ist jetzt ein Hitachi drin, aber auch 160 GB, aber mit 5200 Umdrehungen die Sekunde. Das Ding ist arschlangsam. Das dauert Ewigkeiten, bis da mal Programme gestartet sind, der Rechner hochgefahren ist und alles. Darum wieder SSD und deswegen kommt das Video auch erst, wenn die SSD, wenn ich das Programm, also die andere Festplatte hier drauf geklont habe und Rechner läuft und ich das Video bearbeiten kann. Nur mal so ganz kurz am Rande, wollte ich euch mal zeigen, was ich hier gerade hatte, die letzten Tage. Und derjenige, der mich dabei unterstützt hat, dass ich sie kaufen konnte, nochmal vielen Dank. Du weißt, wen ich meine. Dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.